So, Servus lernen. Wir machen jetzt einfach wieder Minecraft. Ja. Wir starten nach Word. Überleben ist normal, ne? Dann schreibt man noch schnell Dings Inventar behalten. Cheats an, weiter. Inventar behalten. Dann brauchen wir nur Koordinaten anzeigen. Wo ist das? Dort Koordinaten anzeigen. Oh, geil. So, und das passt. Ja, lasst alle mal ein Like und ein Abo da und schaut das Video immer bis zum Ende. Wir machen jetzt ein Projekt. Wir suchen unser Haus quasi. Als erstes suchen wir unser Dorf. Da holen wir uns dann, oder, ja, ich suche, war als erstes ein Bitch und dann baue ich ein Haus und dann baue ich den oder. Na egal. Wir probieren jetzt Speedrun in der Map so viel wie möglich aufzubauen, also dass wir quasi auch Sturz machen. Riesige über ganze Mitte. Und das wird unser Projekt für die nächsten Jahrzehnte. Ne? Bis dass ich heute halt meinen PC habe. Also ich habe meinen Gaming-PC. Yep. Und ja. Okay, auf einer Flachwiese. Da wo fast gar nichts ist, okay. Aber da vorne ist ein Wald. Okay, da ist auf jeden Fall ein schöner Platz, um Häuser zu bauen. Du musst auf jeden Fall nachher nochmal zurückkommen. Da haben auch ganz viele Tiere, glaube ich. Also Schaf, mindestens 3 waren, ich habe jetzt schon gesehen. Ja, 4 haben da. Oder 3 bis 4 Schaf. Das passt eigentlich. Also, ja. Also das erste Schaf, easy. Dann das zweite. Haben wir richtig wegboxt, ein bisschen mehr. Ich nenne das Video dann, glaube ich, Minecraft Let's Play Part 1 halt. Und ich werde mein Content jetzt, glaube ich, weiterbegeben auf Minecraft Videos und Minecraft Sachen großteils. Und weil, ja, ich glaube, das ist einfach besserer Content. Ab und zu kommt wieder mal ein Rubik's Cube Video. Und hauptsächlich jetzt Minecraft, weil, ja, jetzt habe ich kurz ein Zwischen-Setup für die nächsten 5 Monate oder so. Und dann spare ich mir mein Geld zusammen, dass ich mir einen PC kaufen kann. Für euch mache ich das. Walla billahi. Und dafür will ich ein paar Aufrufe sehen, wenn ihr habt. Ja, aber schauen wir, dass das Video mal über 50 Aufrufe bekommt. Das ist unser erstes Ziel. Immer kleine Ziele setzen. Ja. Ich weiß, das hört sich komisch an, aber wir machen es so. Wenn dieses Video über 50 Aufrufe kommt, kommt der nächste Part. Ansonsten kommen nur normale Videos, wie, ja, Rubik's Cube. Wenn dieses Video 50 Aufrufe hat, dann machen wir den zweiten Part von diesem Projekt. Ja, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Probieren wir einfach mal. Ja. Ich bin noch nicht der Beste in Minecraft, deswegen, ja. Und ja, mehr kann ich jetzt bis jetzt noch nicht sagen. Ich werde mein Bestes geben, dass ich mir einen Gaming-PC holen kann. Weil ich bin nicht der Älteste, kann ich euch direkt sagen. Ja. Deswegen finde ich es in meinem jungen Alter, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dass ich überhaupt schon YouTube mache, beziehungsweise YouTube-Videos hochlade. Ja. Ja, warte kurz. Okay, sorry, kurz unterbrechen. Wir machen jetzt weiter mit Mundwort, weil das hätte ich schon mal nicht hochgestellt. Wir probieren, dass wir so ein riesig hohes Hotel quasi aus den kleinen Stücke dort machen. Und das machen wir dann, vergrößern wir immer wieder und immer wieder, vergrößern und vergrößern und vergrößern. Und ja. Hauptsächlich machen wir dann, das wird das nächste Projekt, was wir jetzt machen. Und ich hoffe, euch gefallen wird das dann, das Projekt jetzt bis jetzt machen. Und ich werde mein Bestes geben, dass ich demnächst einen PC kriege, weil da kann ich dann ein bisschen die Grafik gehören. Das dauert mir und euch, glaube ich, besser gefallen. Oder was ist da? Ja. Ich möchte gerade mal wissen. Jo,
Schreibt mir eure Lieblingsfarbe in Kommentare und die, wo am meisten geliked wird, der Kommentar, der in der Farbe wird das Bild dann gefärbt. Also, jo. Hast du noch eine Länge? Was? Eine Länge? Schon wieder Unterbrechung. Ja. Die Gruppe schreiben es auch wieder nur Leute rein. Dann bekommt ihr eine 1000-mal bessere Grafik von mir. Ich hole mir einen Game-PC für weniger Geld, aber dafür auch besser, weil das ist von ja, einem anderen Hersteller, der was ziemlich billiger Gaming für PCs, glaube ich, verkauft. So. Ich darf jetzt den Namen nicht nennen, weil ich ihn selber nicht weiß. Ja. Und ja, das kommt im nächsten auf euch zu. Kommen ein paar Unboxings, dies, das, anders. Wenn der PC da ist, bekommt ihr alles mit. Irgendwie in der nächsten Zeit wird sich auf jeden Fall viel hier bei in den Videos und auch bei mir in dem Zimmer ändern, will ich jetzt mal sagen. Ja, und probiert mal so schnell wie möglich die 1000 Abonnenten voll zu machen, dass wir live gehen können. Ja, mehr habe ich gerade nicht zu sagen. Ja, mein kleiner Bruder. Der nervt so stark, ne? Also gibt's jetzt so null Sinn Minecraft eigentlich, aber spürt trotzdem jeder. Hier noch ein 3x3-Feld. Hat ein bisschen so ausgeschaut wie ein Rubik's-Cube. Ich kann nicht an nichts anderes denken als ein Rubik's-Cube. Also wir probieren hier auf das Thema Holz so möglich groß wie möglich zu gehen. Also unser Haus wird großteils aus Holz bestehen. Wie fast jedes Minecraft-Haus eigentlich. Holz und außenrum so Bäume, Säblinge, ja. Und jo. Das Video, das wird jetzt so cringe. Vielleicht haben wir im Hintergrund wenn mein Bruder oder irgendwas, ne, weil der duckelt irgendwo auf seiner Behindertenlehre bei. Und wir haben jetzt schon bei 7 Minuten. Ja. ja. Schon wieder Unterbrechung. Sorry. Ja. Also ich zocke gerade noch auf Nintendo Switch. Und ja. Und wie gesagt, wenn ihr 50 Aufrufe auf dieses Video bekommt, kommt der nächste Part. Ja. Und ich würde dann noch, ja, egal. Schreibt einfach mal in die Kommentare, wie euch mein Content gerade jetzt der neue gefällt irgendwie so. Ja. Jetzt haben wir noch ein Säbling, dann sitzen wir hier. Vielleicht kann ich hole mir mal wieder eine PSF-Card. Oder ich spiele einfach auf den Account von meinem Bruder. Ja. Weil der hat eine Skyblock-Insel, die könnten wir mal miteinander spielen. Ja. Und ich würde jetzt langsam mal sagen, das war es mit der heutigen Folge Minecraft Let's Play. Das war, ja, wir haben jetzt geschafft, einen kleinen Teil von unserem Haus, ein bisschen was abgefarmt und ein Bett und das, was man halt braucht. Wir setzen hier noch einen kleinen Nachtschranken. Ja. Und das war's mit dem Video. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.